Moin Leute, ich grüße euch zu einer neuen Folge Bus-Simulator 2018. Bam! Bock haben wir. Wir haben eine neue Strecke am Start. Und da hüpfen wir jetzt mal rein und machen mal ein bisschen Kohle mit, damit wir uns mal so einen schönen Bus mit einer Drehscheibe kaufen können. Ja, das Problem ist, heute ist es sehr warm. Wir haben hier 30 Grad, in der Bude gefühlt 40. Und wenn mir da heute einer so ein bisschen, ich sag mal, quer kommt, kann es sein, dass ich da ein bisschen ungehalten reagiere. Sonst bin ich ja die Ruhe in Person. Natürlich fahren wir mit diesem wunderschönen Flammenbus. So, da habe ich ja schon richtig Bock, ne? Wir haben irgendwie 100.000 Grad und heute ist nationaler Feiertag. Also noch mehr Leute wollen mit uns mitfahren. Super, dann machen wir hier mal den ganzen Bums auf. Ja, ich glaube, da sind wir schon soweit. Dann wollen wir die Fahrt beginnen. So, mal hier mal ein bisschen treten. Wir gucken natürlich nach links und rechts. Hier kommt nichts, kommt auch nichts. Hier ist eine rote Ampel. Rote Ampel kennen wir ja, da halten wir. Sei denn, man redet mit irgendjemandem und ist vielleicht unaufmerksam. Jetzt wird die gerade noch grün, ne? Ich würde sagen, heute achten wir nicht so auf die Verkehrsregeln. Weil wir haben einen Flammenbus. Warum fahren wir denn einen Bus mit Flammen drauf, wenn wir uns an die Verkehrsregeln halten? Das macht ja keiner. Flammen bedeuten ja, wir sind wild und wir haben Bock und wir machen Sachen kaputt. Als Bus. Naja, hier kommen wir bestimmt auch vorbei. Wir blinken ja sowieso noch, das ist immer ein Zeichen des Schicksals. Wenn der Blinker nicht ausgeht. Oh, wir sind irgendwo hängen geblieben. Oh. Ja, das ist ein Problem. Wir haben so ein bisschen Überbreite, was die Außenspiegel der anderen Autos angeht. Okay, dann fahrt ihr mal los und ich. Ja, okay. Vielleicht ordne ich mich hier einfach rechts ein. Geht das? Jo. Ah, ja, okay. Tat nochmal weh. Macht nichts. Wir müssen hier durchkommen. Schnell fahren, die Devise. Denn heute ist Feiertag. Das heißt, die werden uns hier die Bude einrennen. Oh, oh. Oh, ja, nee, hätte man vermeiden können. Sehe ich ein. Da muss man sich jetzt noch so ein bisschen reinfuchsen, sag ich mal. So, da kommt noch mal eine rote Ampel. Die nehmen wir aber. Ja, hier, da nehmen wir die mit. So, hier ist noch eine rote, die haben wir jetzt aber nicht gesehen. Darum kommen wir hier auch noch rüber. Du bleibst stehen da. Eieieiei. Ja, und da kommt auch schon die erste Haltestelle. Ich tippe mal so auf um die 100 Leute, die da jetzt zusteigen. So, hör mal. Junge. Da bleiben wir gleich. Oh. Wieso bremse ich denn nicht? Ah! Mein Gaspedal hing fest. Warnblinker. Jetzt müssen wir hier. Warte mal, wir fahren mal ein Stück vorne jetzt. Um dann ein großes Stück rückwärts zu fahren. Oh, jetzt blockiert der Typ uns da. Junge, fahr zur Seite da, Mann! Ich muss rückwärts. Siehst du das nicht, dass deine Bus. Hör doch auf, mir aufzufahren, du! Ich muss zur Bushaltestelle. Da warten Leute. Die warten auf mich. Die stehen da jetzt nicht bis übermorgen. Nö! Er klaut sie mir! Er klaut mir die Leute! Er klaut mir die Leute! Was ist mit ihm? Alter, lass mir da bloß noch welche stehen, du Otto! Boah, so ein unfairer Spielgenosse. Ja. Hau los ab, du. So. Jetzt haben wir hier ein paar Leute eingeladen. So ein Mist, ey. Das mit dem Gaspedal habe ich gar nicht mitgekriegt. Das hing einfach fest. Konnte nicht anders. Ich musste weiterfahren. Oh, vorwärts. Stand auf der Bremse, aber das Gas war stärker. Das hat Punkte gekostet. Und Zeit. Naja, die Zeit holen wir wieder auf. Dafür haben wir ja am Anfang schon gut vorgelegt. Jetzt peilen wir hier. Den überholen wir gleich noch da vorne. Den überholen wir. Guck mal, wie schnell wir sind. Wie schnell wir wieder hinter dem sind. Da ziehen wir gleich dran vorbei. Und dann sind das nämlich wieder unsere Gäste. Dann sind das unsere Fahrgäste. Das ist die Challenge für heute. So, einsteigen hier. Zack, 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 zack. Los. Jetzt kommt hier keiner mehr rein. Wir haben genug Karten verkauft. Wir haben ein größeres Ziel. Wir holen jetzt unseren Konkurrenten hier ein. Unseren Mitfahrer. Mist, da vorne ist die nächste Haltestelle. Das wird eng. Das wird eng, Leute. Das sage ich euch. So, hier mal schnell rum. Da ist er. Oh, da ist er und wartet. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen Schaden gemacht. Kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Bis dann. Ja, sieh zu. Keine Karte kaufen. Einfach durchgehen. Ah, heute ist alles gratis. Jetzt müssen wir los. Die Konkurrenz, die schläft nicht. Okay, den kriegen wir. Ich sehe ihn noch nicht. Da ist er. Oh, festhalten, hinten. Haben wir jetzt natürlich einen unglaublichen Vorteil gebracht hier. Nächster Halt. Siegwall. So. Fahr an. Ja. Sieh zu. Zack. So, alle raus hier. Oh, scheiße. Alle raus hier. Los. Wir müssen Profit machen und den Typen da einholen. Noch steht er da. Ich brauche eine Fahrkarte. Aha, ja, sollst du kriegen. Okay, hier müssen wir jetzt wieder so ein bisschen tricksen. Oh, nee. Das kostet uns 20.000, wenn wir den erwischen. Das wollen wir nicht. Hier müssen wir jetzt so ein bisschen. Ja, wir ziehen mal hier rüber. Das müsste eigentlich klappen. Und jetzt hier wieder rüber. Da vorne steht er. Gesundheit. Da vorne steht er und ist noch nicht weggefahren. Den können wir tatsächlich noch.
Wenn wir noch so ein paar Haltestellen vor uns haben, dann kriegen wir den. Dann sehe ich sehr positiv. So, können wir hier schon mal... Oh, guck mal, wir können die so ein bisschen betrügen und die früher reinlassen. Oh, jetzt vergisst hier einer was im Bus. Nee. Können wir das nicht liegen lassen? Gib her, wer ist es? Hier, du hast es vergessen. Ja, bitte. Oh, schnell. Los, alle drinne? Alle drinne. Okay, wir fahren. Geht drauf. Oh, ja. Jetzt haben wir eine ganz lange Strecke ohne Haltestelle. Da können wir dran vorbei, mit Glück. Oh, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der goldene Moment. Er lässt uns vorbei. Wir sind wieder vorne, Leute. Wir haben das Rennen wieder in der Hand. Es ist wieder unsers. Wir können wieder gewinnen. Wir kommen aufs Treppchen. Yes. Ja, Schlagloch. Ja, okay. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir Geld machen. Gut, blinken, rote Ampel. Bisschen wieder beruhigen. Können ja mal in den Rückspiegel gucken. Das ist ja mit den Fahrgästen nur. Gucken wir mal nach draußen. Oh, der ist in eine andere Richtung gefahren, ey. Ich fass es nicht. Wir hätten da gar nicht dran vorbeifahren müssen. Oh. Nö, ey. Oh, ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Wie kann man denn noch so viel Pech haben? Wir haben es so gut gemacht. Erst ist er an uns vorbei, durch eine kleine Lappalie. So leicht um ein paar Meter die alte Bushaltestelle, so ein leicht vertan. Und dann nimmt er uns die Leute weg. Und wir sagen, nee, wir geben jetzt nicht auf. Das ist unser Kampf, den wir hier kämpfen. Ja? Schaffen es, ihn einzuholen. Kopf an Kopf rennen sozusagen. Und dann schaffen wir es dran, vorbeizuziehen. Und der Typ ist so feige, dass er es nicht mal einsieht, seine Niederlage anzunehmen. Sondern er tut so, als wäre seine Route in eine andere Strecke. Und haut ab. Was fällt uns dazu ein, Günther? Eine Fahrkarte, bitte. So, die große Frage, die jetzt nur noch offen bleibt, nachdem wir das Rennen eindeutig für uns entschieden haben, ist, wie viel Geld machen wir aus der Nummer hier? Machen wir Geld mit der Nummer? Oder haben wir zu viele Crashes, Malöranten gebaut, dass sie uns jetzt das Geld wegnehmen wollen? Ich weiß es nicht. Wir sind ungefähr bei der vorletzten Haltestelle, glaube ich. Und dann steht einem Geldregen nichts mehr im Weg. Es sei denn, so ein paar rote Zahlen machen uns da so einen Strich durch die Rechnung. Ja, da ist jetzt auch keine rote Ampel. Also eigentlich können wir dran vorbei, ne? Oder? Boah, wird eng. Wird eng, er hat Bock. Ich auch. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Und jetzt fahren die hier alle los, weißt du? Ich krieg Skrotzen da. Ich krieg Skrotzen. Hier steht... Oh. Wenn das jetzt tatsächlich die vorletzte Haltestelle ist, Leute, dann können wir da noch einen einholen. Dann können wir es. So schnell hier rein. Oh, der ist auch rechts rum. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich brauche eine Fahrkarte. Nee, sorry. Wir haben jetzt, Oh, geh da aus der Tür raus, du. Eine Fahrkarte. Oh, ich krieg die Tür nicht zu. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Mist, den hätten wir kriegen können. Ha, wieso wollt ihr so viele Leute mitfahren? Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Leute, das Rennen haben wir verloren. Bevor es angefangen ist. Naja, wir wollen jetzt heile ins Ziel kommen. Ja, die Leute, die wir jetzt hier drin haben, Entschuldigung für die Bodenwelle, die müssen irgendwie überleben. Das scheint hier ein Ziel zu sein. Vollkommen unrealistisch. Dann machen wir das. Wir gucken mal, vielleicht erwischen wir ja jetzt noch einen bei der Haltestelle. Ich glaube nicht dran. Das hat jetzt viel Zeit gekostet mit den ganzen Fahrkarten. Grüße. Hat's gerade geblitzt? Nee. Oh, hier müssen wir nach rechts. Oh, da muss man auch nicht blinken, um das anzukündigen. Oh, Leute. Nächster Halt, Arbeitergasse. Okay. So, wer hier rein will, muss hier hinten rein. Hast du gerade gedappt? Bitte keiner eine Fahrkarte. Einfach keiner. Ich brauche einige Fahrkarten. Scheiße! Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So. Jetzt kriegt hier keiner mehr eine Karte und wir geben Gas. Ich weiß nicht, ob wir die noch kriegen. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall jetzt der allerletzte Stopp. Den kriegen wir natürlich nicht mehr. Ganz klare Sache. Beim letzten Halt. Guten Tag. So, alles raus hier. Tschüss. Jetzt wollen wir nur noch wissen, ob es Geld gab. Oh. Oh. Ja, moin. Neuen Fahrstil gefunden, den wir beibehalten. Schön. Leute, das Rennen haben wir nicht gewonnen. Aber den Typen, dich da. Dich finden wir wieder. Und dann holen wir dich ein. Und dann überholen wir dich. Und dann nehmen wir dir die Fahrer weg. Schalte nächstes Mal wieder ein.
abonnieren, Kommentar, Daumen hoch. Ciao.